Das Deutsche Institut für Urbanistik, auch abgekürzt DIFU, ist das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum. Seit 1973 unterstützt das DIFU Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände, Bürgerinnen und Bürger bei der Lösung aktueller Probleme und der Bearbeitung von kommunal relevanten Fragestellungen, wie zum Beispiel das Thema Bürgerbeteiligung. Wenn man dann so einen allgemeinen Thema hört, dann freut man sich, dass Sie so etwas Konkretes machen. Herzlich willkommen hier, Frau Dr. Reimann, und wir freuen uns auf Ihren Input. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich drehe mal die Uhr um. So. Bürgerbeteiligung hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen und Akteurinnen und Akteuren. Und deswegen denke ich, Sie haben mit den Leitlinien, den Grundsätzen für die Leitlinien, die Weichen richtig gestellt. Es ist alles schon gefallen. Sie haben eine Rechenschaftspflicht. Sie haben gesagt, es ist ein Lernprozess. Wir wollen evaluieren. Sie haben die Ressourcen bedacht. Sie haben auch darüber nachgedacht, Private mit einzubeziehen, Beteiligung bei Privaten zum Thema zu machen und auch finanziell mit zu berücksichtigen. Beteiligung, deswegen gefällt mir auch der erste Satz der Präambel sehr gut, geht alle an. Das heißt Verwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger. Sie haben an einem Punkt beim Umgang miteinander gesagt, wir wollen die Machtverhältnisse transparent gestalten und hinterfragen. Ja, aber Personen sind unterschiedlich machtvoll und ich denke, und darum wird es auch sicherlich in den Instrumenten gehen und den Formaten, es ist ganz wichtig, einen Umgang damit zu finden, mit diesen Unterschieden. Sie haben an manchen Stellen, das hat mich etwas verwirrt, aber dafür gibt es bestimmt eine gute Erklärung, mal die räumliche Stadtentwicklung stehen und mal nur die Stadtentwicklung. Ich habe mich als DIFU gefragt, wo bleibt die soziale Stadtentwicklung? Vielleicht nehmen wir einfach nur Stadtentwicklung, aber Sie werden das unter Umständen erklären können. Und wenn Sie die Grundsätze gar nicht mehr anfassen möchten, weil Sie die ja heute auch verabschieden möchten, dann vergessen Sie jetzt vielleicht Folie 3. Ich bin an 3 Stellen ein bisschen über das Schwammige gestolpert, aber vielleicht, ich weiß, dass Sie um jeden Satz gerungen haben in dem sehr heterogenen Gremium. Bei der Frage, wie und wer entwickelt das Konzept, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wer kann das leisten, wer unterstützt, wer darf mitreden, wer hat den Hut auf und ist das alles so leistbar? Also ich habe die Sätze ein paar Mal gelesen, auch den Einsatz, den Sie vom Arbeitsgremium ja noch mal so schön auch dargestellt haben, zur Frühzeitigkeit habe ich ein bisschen überlegt, Analyse des Ortes, Phase der Zielfindung. Und das Dritte vielleicht, wie gelingt die breite Beteiligung? Bürgerinnen in Beteiligungsprozessen zu stärken, ist sehr, sehr wichtig, das machen Sie sehr deutlich, aber Bürgerinnen und Bürger sind ja auch ganz unterschiedlich stark oder erfahren, Organisierte, Nicht-Organisierte. Sie haben viel über die Ansprache gesprochen in den Leitlinien, aber Ansprache ist natürlich noch nicht die Beteiligung. Sie werden darauf in den Instrumenten und Formaten in der nächsten Phase eingehen und ich denke, das ist ganz wichtig. Denn Beteiligungskonferenzen stehen ganz sicherlich nicht für eine breite Beteiligung. Aber das wissen Sie selbst sicherlich besser als ich. Der nächste Punkt ist das Stichwort Vorhabenliste. Für viele ist es ein ganz zentraler Kern bei den Leitlinien. Das weiß ich aus ganz vielen Kommunen. Die sind auch ein wichtiges Instrument, aber sie sind meines Erachtens nicht der Kern des Ganzen. Aber es wird ganz oft ein sehr starker Fokus darauf gelegt. Nicht alle Leitlinien, glaube ich, müssen eine Vorhabenliste haben. Und es ist für Großstädte, das wissen wir auch im Austausch mit anderen Kommunen, sehr viel schwieriger als für kleinere Städte. Ist das überhaupt handelbar jenseits der Bezirksebene? Und es ist ein Instrument, das sollte man sich, glaube ich, auch vergegenwärtigen, was wir im Austausch mit den Kommunen gelernt haben, das sehr stark nach innen wirkt, also für die Verwaltung ein ganz wichtiges Instrument. Weniger sozusagen für die Bürgerinnen und Bürger. Letzte Folie, Umsetzung fordert. Ich habe mit Vertrauen angefangen, können die Leitlinien mehr Vertrauen schaffen? Und das wird sich an der Umsetzung messen. Das heißt also, schafft die Verwaltung das, was sie verspricht? Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Haltung, sondern auch der Strukturen und der Ressourcen. Und die Grundsätze für die Leitlinien, die Sie jetzt entwickelt haben und um die Sie gerungen haben, die sind ganz wichtig.
Aber ich glaube, die eigentliche Arbeit, wenn man jetzt an die Umsetzung denkt, die liegt noch vor Ihnen. Und ich habe das aus einigen Begleitungen auch in Köln mitgenommen, ruhig die Phase jetzt zu sagen, Mensch, lassen wir das jetzt, streiten wir nicht um das eine Wort, sondern gehen wir in die nächste Phase. Gut, vielen Dank.